Hallo ihr Lieben, heute machen wir verschiedene Kräuteressige einfach selber mit den Sachen, die wir frisch im Garten finden oder was wir auch so im Haushalt da haben. Ich zeige euch heute verschiedene Ideen, welche Kräuter sich hier zu leckeren Kräuteressigen kombinieren lassen. Am Ende soll der Essig in diese Flaschen gefüllt werden, das eignet sich natürlich auch als Geschenk. Und hier kriegt man aber ganz schwer die Sachen wieder raus, wenn ich jetzt hier Kräuterzweige reinstecke. Die sollten aber nach einigen Wochen wieder raus. Deswegen setzen wir den Essig erstmal in anderen Gefäßen an. Ich nehme 5%igen Tafelessig dafür her. Und natürlich gehen auch Sachen, die nicht klassisch Kräuter sind, sowas wie Chilischoten, Knoblauchzehen oder auch Pfefferkörner. Mir geht es aber auch darum, möglichst viel aus dem eigenen Garten hier mit in die schönen Mischungen reinzupacken. Am Ende machen wir 3 oder 4 verschiedene Essige. Ich habe jetzt verschiedene große Gläser, weil auch die Flaschen hier verschiedene Größen haben, damit es dann auch jeweils gut beim Umfüllen hier reinpasst. Und Etiketten und den Stift gibt es auch noch, dass wir am Ende noch wissen, was hier wo auch drin gelandet ist. Die Kräuter für den Kräuteressig kann man frisch oder auch getrocknet benutzen. Man sagt bei getrockneten Kräutern, dass man ungefähr eine Tasse voll getrocknete Kräuter und auf die gibt man 3 Tassen vom Essig. Ein schönes Stück Thymian nehme ich hier als erstes mit. Auch der Salbei ist hervorragend geeignet. Schon bei Hildegard von Bingen und Maria Treben ist er auch pur als Salbei-Essig empfohlen als Heilmittel. Jetzt nehmen wir ihn aber schön als Würzkraut für unseren Kräuteressig mit. Estragon würde auch gut gehen, habe ich aber gerade nicht im Garten da. Was ich aber habe, sind schöne Rosmarinzweige. Da kommen auch noch 2 mit. Wie wäre es denn mal mit etwas anderem? Zitronenmelisse kann auch wunderbar in den Kräuteressig mit rein und lässt sich mit anderen Kräutern auch sehr interessant kombinieren. Hier habe ich noch das Winterbohnenkraut stehen. Das Sommerbohnenkraut ist gerade schon verblüht. Davon kann ich aber noch Saatgut abgeben, wenn jemand Bedarf hat. Vom Bohnenkraut, das ist so lecker und würzig, das gehört auf jeden Fall in meinen Kräuteressig mit rein. Hier hinten ist versteckt hinter Meerrettich auch noch frischer Lorbeer. Von dem kann auch ein schönes frisches Blatt mit in den Kräuteressig hinein. Und auch der Dill, den ich hier noch im Topf stehen habe, eignet sich als Zutat für einen ganz besonderen Kräuteressig. Der erste Kräuteressig wird eine Mischung aus Zitronenmelisse und Dill. Klingt verrückt, ist aber ein wirklich sehr leckerer Essig. Ich schneide es dazu jetzt ein bisschen kleiner, damit es hier auch in das kleine Glas gut passt. Und dann wird das so weit mit Essig bedeckt, dass die Kräuter nicht mehr rausschauen. Das wird kühl und trocken hingestellt und in 4 Wochen gießen wir das Ganze durch Sieb und durch einen Trichter in die Flaschen hinein. Ah, das duftet schon beim Zubereiten. Das Glas wird in etwa zu einem Drittel jetzt mit den frischen Kräutern aufgefüllt und dann kommt der 5%ige Essig dazu. Ein Deckel drauf und dann bekommt das Ganze natürlich noch ein Etikett. Der nächste Kräuteressig, nämlich ein größeres Glas, das wird super scharf in verschiedenen Nuancen. Hier kommt auf jeden Fall der Pfeffer rein und die Chilischote. Ein paar Knoblauchzehen werde ich hierfür noch schälen. Und da kommt auch noch dazu die Chilischote gleich so. Das Bohnenkraut werde ich noch ein bisschen kleiner hacken und hier auch mit reintun. Ganz wunderbar. Da kommen jetzt noch die schönen Knoblauchzehen mit rein. Und das Ganze wird natürlich wieder mit Essig aufgefüllt. Okay, die Chili habe ich jetzt doch noch halbiert. Die schwamm so oben auf. Ich denke auch, so kommt die Schärfe viel besser raus. In diese beiden Gläser fülle ich jetzt noch eine schöne Kräutervariation für den Essig. Hier kommt Thymian rein, der Rosmarin, der Salbei und auch jeweils ein frisches Lorbeerblatt.
Diese Gläser lasse ich jetzt in etwa 4 Wochen stehen. Kühl und dunkel. Ich stelle die einfach in den Küchenschrank und danach werden die durch ein Sieb abgeseiht und in solche Flaschen abgefüllt und dann kann man die schön benutzen oder eben auch verschenken. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Habt ein schönes Wochenende und tschüss!